Ja, Leute, ich habe mich jetzt schon lange gefreut, dass es endlich mal wieder schneit. Raus in die Natur. Natürlich mein Hobo dabei, die Boostbox XL. Nach wie vor total begeistert von dem Teil. Und heute möchte ich ganz gern zur winterlichen Stimmung was Passendes brutzeln. Lasst euch überraschen. Jetzt starte ich erstmal den Hobo. Ja Leute, das ist natürlich jetzt kein Schnee, sondern meine Feuerwatte. Ihr kennt es ja, ich habe da mal ein Video drüber gemacht mit diesem Strohhalm, mit dieser Vaseline getränkten Feuerwatte, die ich hier drin habe. Und das ist einfach ein absolut genialer Feuerstarter. Immer wieder begeistert, wie toll das mit dem Ding funktioniert. Wirklich eigentlich idiotensicher. Einfach zu einer kleinen Kugel formen, diesen Strang. Dann drückt ihr das Ganze wieder ein bisschen auseinander. Und dann fasert ihr die Oberfläche mit dem Fingernagel etwas auf, dass da eine feine Struktur entsteht, wo der Funke gut greifen kann. Und ihr werdet sehen, ein Funke und das Feuer brennt. Ja Leute, wie es wieder üblich ist, Holz ist außen zumindest relativ feucht von der Rinde her. Es hat gut geknackt, also es war schon innen drin trocken, aber diese feuchte Rinde ist relativ schwer entflammbar. Unten hat sich schon ein bisschen Glut gebildet und mit Hilfe von diesem Strohhalm ist einfach eine super Starthilfe. Wo ihr das Feuer einfach ruckzuck richtig entfachen könnt. Ihr könnt unten richtig Sauerstoff reinpusten und durch den Kamineffekt kommt das Feuer schön nach oben. Ja Leute, zur Auflösung des Kochgeheimnisses heute. Was gibt es denn? Ich möchte gebrannte Mandeln machen. Ich habe mir da so ein Päckchen gekauft, keine Ahnung, Aldi oder Lidl. Kalifornische Mandelkerne, naturbelassen. Ich habe immer so einen Gewürzbeutel mit dabei, da ist unter anderem Zimt drin, das kommt heute mit rein. Dann ein weihnachtliches Gewürz, Kardamom und 200 Gramm Zucker und letztendlich noch 100 Milliliter Wasser. Ja, das Ganze möchte ich in meiner neuen Pfanne machen. Die ist von der Firma Trangia, hat eine Antihaftbeschichtung, wo ich mit meiner Schüssel, wo ich da schon habe, sehr gut bisher gefahren bin. Die möchte ich jetzt halt mal testen, gerade so mit Zucker und so anbrennen. Ich denke mal, das dürfte kein Problem geben. Und da möchte ich mit euch jetzt heute in winterlicher Stimmung gebrannte Mandeln machen. Leute, bleibt dran, bis gleich. Oh, das Feuer haut schon hier die Flammen um sich rum. Ich habe noch so ein Stück Backpapier dabei, so ein Haftbackpapier. Da möchte ich nachher dann die heiße Masse ausgießen, hier zum Abkühlen. Und die fertigen Mandeln kann ich dann in der Schüssel wieder mit nach Hause nehmen. Weil so eine riesen Portion, 200 Gramm, ja, möchte ich das nicht hier draußen essen. Das ist einfach zu viel. Außerdem freut sich bestimmt auch meine Andrea zu Hause, wenn ich frisch gebrannte Mandeln aus dem Wald mitbringe. Klasse Sache. So, ich habe jetzt 100 Milliliter Wasser drin,
habe 200 Gramm Zucker. Dann gibt es die 200 Gramm Mandeln rein, eine kleine Prise Zimt. Ich mag das einfach, passt da sehr gut zur Winterzeit. Sehr leckeres Gewürz. Und für den letzten Pfiff eine Prise Kardamom. So herrliches Wintergewürz. Das Ganze fängt schon zu kochen an und ihr kocht jetzt diese Masse so lang, bis das ganze Wasser praktisch ausgekocht ist, bis es eine zähe Masse wird. Dabei immer wieder umrühren ist wichtig, sonst brennt euch die ganze Pampe an. Jetzt sieht man schon, wie die Flüssigkeit deutlich weniger geworden ist. Es wird alles so ein bisschen träger, dicker. Also wir nähern uns dem Ziel, Leute. Ach, ich freue mich so, ich bin so gespannt, wie das nachher schmeckt, ob das wirklich klappt. So, jetzt kommt die etwas kritische Phase, wo die Flüssigkeit, sprich das Wasser, fast komplett verdampft ist, wo das jetzt schön aufschäumt. Und da müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zu viel Hitze jetzt dazu gebt. Das heißt, einfach mal die Pfanne wieder runter von der Flamme. Somit könnt ihr die Temperatur schön regulieren, dass der Zucker nicht verbrennt. Der soll ja schön karamellisieren, aber nicht schwarz werden. Sonst wird auch süß schnell bitter. Und immer wieder rühren, dass die Flüssigkeit nach oben kommt, verdampfen kann, die ja zum Teil in den Zucker eingeschlossen ist. Ihr seht, es schäumt schon richtig schön auf. So muss es sein. So, theoretisch wären die Mandeln jetzt schon fertig. Also die jetzt abkühlen lassen, dann könnt ihr die schon lecker essen. Ich lasse jetzt ein zweites Mal nochmal heiß werden, dann kriegt ihr einen schönen Glanz und die Oberfläche ist schon nicht mehr so graubelig von dem Zucker, sondern ist so eine homogene Oberfläche, so wie man es kennt vom Weihnachtsmarkt. Und genau so müssen die Mandeln aussehen, schön gebräunt, nicht schwarz. Schöner Glanz oben drauf. Ja, das Ganze wird jetzt natürlich eine sehr pumpige Masse. Da haben sie auf dem Weihnachtsmarkt deutlich besser. Die haben immer so Rührwerke, dass es immer vermengt wird und die einzelnen Mandeln nicht zusammenkleben können. Aber mein Gott, dafür habe ich es handgemacht, habe es mitten in der Natur gemacht. Und ja, also ich muss sagen, ich bin echt stolz drauf. Sieht toll aus, oder? Dann wollen wir mal die Masse zum Abkühlen hier raus machen. So eine richtige honigartige Konsistenz, richtig zäh. Was immer wichtig ist bei so Teflonpfannen oder beschichtete Pfannen, dass immer irgendwas drin ist, also entweder das Bratgut oder Flüssigkeit. Ansonsten würde euch dies an die Haftbeschichtung wegbrennen. Da müsst ihr wirklich drauf achten. Ansonsten ein Wahnsinnsergebnis mit eingebranntem Zucker. Hätte ich nie gedacht, dass es so einfach sauber wird. Nur ein bisschen Wasser rein, durchschwenken. Und ihr habt eine blitzblanke Pfanne. Jetzt nur mit dem Tempo kurz auswischen. Wow, Hammer. Ja Leute, mein Nachmittag in der Natur geht zu Ende. Der Schnee geht jetzt leider in Graubel über. Das heißt, ich muss jetzt schnell zusammenpacken, bevor hier nass wird. Wieder heimfahren.
Mein Hobo ist am Ende, also vom Feuer. Werde nur kurz abkühlen lassen, zusammenpacken. Meine Mandeln sind bereit zum Mitnehmen. Oh, herrlich. Schade, dass es keinen Geruchsfernsehen gibt. Also ich würde mal sagen, Faktor 100 besser wie auf jedem Weihnachtsmarkt, weil selbstgemacht auf dem Hobo in der freien Natur. Leute, top. Ja, nun liegt es an euch, was Ähnliches zu machen. Einfach mal rausgehen in die Natur, packt euch ein Festbein, das muss ja nicht so eine Mandelbraterei sein, wie ich heute gemacht habe. Geht einfach raus, genießt die Natur, erfreut euch dran. Leute, bis demnächst. Euer Micha.